Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du die englische Sprache jetzt am Leben halten kannst. Heute schließen wir quasi den Anfängerkurs Englisch ab und ich erkläre dir noch, wie du wirklich auf Englisch da draußen überleben kannst und jetzt weiterhin die Sprache entwickelst. Bleib also dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Tja, für alle, die mich nicht kennen, die dieses Video zum ersten Mal sehen, mein Name ist Sven Frank, ich bin Inhaber der Speed Learning Academy und Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken. Und diese Videoserie ist Teil des Polyglot Project. Wir lernen 12 Sprachen in 12 Monaten. Jeder Monat ist einer bestimmten Sprache gewidmet. Und hier im April 2020 haben wir gemeinsam Englisch gelernt. Ja, das ist das 9. und damit letzte Video, um dir dieses Tutorial zu ermöglichen, hier bei YouTube kostenlos Englisch-Tipps oder Tipps zum Englischlernen zu bekommen. Und jetzt geht es darum, wie du mit dem, was du bis jetzt gelernt hast, deine Englischkenntnisse aufbauen kannst auf das Niveau, das du gerne haben möchtest. Wir haben besprochen, vor allem wenn du auch Podcast-Hörer bist, dass es einen elementaren Unterschied gibt zwischen einer Sprache lernen und einer Sprache studieren. Wenn du eine Sprache studieren möchtest, dann geh irgendwo an eine Sprachschule, an eine Universität oder sonst irgendwo hin. Aber wenn du eine Sprache lernen möchtest als Werkzeug, um ein Produkt zu verkaufen, um Rapport aufzubauen, um deine Schwiegereltern zu beeindrucken, um in eine Kultur einzutauchen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Also wenn du Sprache als Instrument, als Lösung für ein Problem haben möchtest, für das du bislang keine Lösung hattest, dann ist dieses Tutorial hier genau das Richtige für dich. Ja, was ist jetzt also der erste wichtige Punkt, wenn du draußen auf der freien Straße, in der freien Wildbahn Englisch anwendest? Erstmal der größte Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie immer wieder in ihren Lehrbüchern hängen bleiben. Du hast jetzt einen Kurs durchgearbeitet und den kleinen Prinzen. The Little Prince, hier ist er, ja, hast du durchgearbeitet. Hast im Idealfall hier auch dann Passagen angekreuzt, die du gerne aktiv sprechen können möchtest. Und jetzt geht es wirklich darum, die englische Sprache mit Muttersprachlern zu sprechen, die englische Sprache aktiv anzuwenden. Wenn du jetzt weitermachst mit Französisch bei diesem Polyglot Project, dann nimm dir zum Beispiel vor, dass du jeden Tag eine halbe Stunde Englisch redest und den Rest der französischen Sprache widmest. Am Ende dieses Projektes wirst du im Grunde jeden Monat 2 Tage in jeder Sprache sprechen oder dich jeden Monat 2 Tage mit jeder Sprache beschäftigen, um sie entsprechend am Laufen zu halten. Und wenn du jetzt den ersten Kontakt hast mit Menschen da draußen, ist der Anfang, der Erstkontakt und die Verabschiedung immer das Wichtige. Bei einer Begrüßung, wenn du jemanden kennenlernst, die Begrüßung und die Verabschiedung, die bleiben haften. Den Mittelteil kannst du so ein bisschen vernachlässigen. Das ist Smalltalk, da kann man Fehler machen und so weiter, aber die Begrüßung und die Verabschiedung, die sollte wirklich gut sein. Genau das Gleiche bei einem Vortrag vor einer Gruppe von Muttersprachlern oder auch in internationalem Publikum, bei einem Verkaufsgespräch, bei einem Unterricht. Der Anfang und der Abschluss, die sind wichtig. Deswegen lege dir so eine Sammlung von 10 Sätzen an, die du auch wirklich verinnerlichst. Normalerweise solltest du keine Vokabeln wirklich lernen müssen, sondern du wirst einfach durch die Kommunikation im Alltag viel Vokabeln in dein Gehirn reinbekommen und dein Gehirn wird ein paar davon behalten und ein paar nicht. Und es gibt einen Grund, warum es ausfiltert, denn die, die wirklich gerade wichtig sind, die schnappt es sich und die anderen, die kommen vielleicht später. Also beginne zum Beispiel mit einer Floskel, die du auswendig kannst und verinnerlichst und wirklich im Schlaf kannst, wie zum Beispiel in meinem Fall: Hello, my name is Sven, this is my wife Stephanie and my son Jonathan and Leo and
I'm delighted to be here because it gives me the opportunity to talk about a very effective method to learn languages. Oder it's a pleasure to meet you. Oder thank you for picking us up here from the airport. Das wäre eine Möglichkeit. Du fängst also an mit einer Begrüßung. Ich hatte gerade die Tage wieder Kontakt mit jemandem aus Polen. Wir haben uns das erste Mal getroffen. Ich wusste, dass diese Person aus Polen kommt. Und ich habe sie begrüßt mit Dzień dobry, nazywam się Sven i a to jest Jonathan. Bardzo mi miło. Also ich habe nicht so gestottert wie jetzt, weil ich etwas unvorbereitet bin. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und dann ging das so ein bisschen leichter von den Lippen. Ne? Dzień dobry, nazywam się Sven, a to jest Jonathan. Bardzo mi miło. Und ich wurde gefragt, ob ich Pole bin. Ist immer das schönste Kompliment, auch wenn es vielleicht nur aus reiner Höflichkeit gesagt wird. Aber so fängt man direkt an, den positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Weitere Formulierungen könnten dann zum Beispiel sein, well, I think we find a better solution for all of us. Oder wenn ein Experte einen Vortrag hält und der dreht wirklich auf, dann, dass du einfach sagst, well, I'm convinced you will find a solution that is better for all of us. Und wenn dann die Frage kommt, ja, wie könnte so eine Lösung aussehen? Well, you're the expert. But it's not about ideas. It's about making ideas real. Oder bei der Verabschiedung könntest du sagen, it was a pleasure to meet you and hope to see you soon. Oder wenn du denjenigen nicht mehr sehen möchtest, it's a pleasure to meet you and I wish you all the best for the future. Oder give my respect to your boss, to your family. Oder ein bisschen informeller, hugs and kisses to all of your family. So, whenever you talk to somebody in English, make sure that the beginning is always quite smart. And the end of the conversation also. Don't care too much about the middle part. You will have discussions that are easy for you and some are not that easy. If you read the Financial Times, for example, in English, you will probably not understand everything. But honestly, if I read the Financial Times in German, I don't understand everything either. So just relax and have fun. Yes, never learn any vocabulary. Bitte keine Vokabeln lernen. Du musst die Sprache zähmen. Das bedeutet, du näherst dich ihr vorsichtig, du investierst eine bestimmte Zeit, am besten immer zur selben Zeit. Stell dir vor, du möchtest ein Eichhörnchen, das in freier Wildbahn lebt, zähmen. Zuerst bist du ein bisschen im Abstand und beobachtest dieses kleine Eichhörnchen. Dann legst du vielleicht ein bisschen Futter hin und guckst, ob dieses Eichhörnchen dieses Futter haben möchte. Dann fängt das Eichhörnchen an, diese Nüsschen, die du hingelegt hast, zu fressen und du näherst dich ihm ein bisschen. Und das machst du immer zur selben Uhrzeit. Das heißt, das Eichhörnchen fängt schon an, sich auf dich zu freuen und verbindet etwas Positives mit dir. Und am Ende habt ihr eine ganz intensive Beziehung. Und genau das Gleiche mit dieser Sprache, die du gerade lernst. Die Zeit, die du investierst, um dich dieser Sprache zu nähern, dieser Moment, dieses Ritual, dass du zu einer bestimmten Uhrzeit dich immer dieser Sprache widmest und dich schon darauf freust, wieder etwas Neues in dieser Sprache lernen und anwenden zu können. Vielleicht sogar ein Sprachtandem, das sich darauf freut, wenn es morgens aufsteht, eine Nachricht von dir erhalten zu haben. So näherst du dich der Sprache, so zähmst du sie und so wird diese Sprache für dich etwas Besonderes und etwas Wertvolles. Gut. Und wie kannst du diese Sprache jetzt am Leben halten? Punkt 1, umgib dich mit Muttersprachlern. Ich habe schon von Sprachtandems gesprochen, das ist das eine. Sorge dafür, dass du die Sprache so lernst, wie sie tatsächlich gesprochen und angewendet wird. Also vergiss jetzt den Sprachkurs und vergiss jetzt auch den kleinen Prinzen, denn von jetzt an geht es um Zeitungsartikel, um Filme, YouTube-Filme, Netflix, whatsoever. Es geht um richtige Gespräche, real conversation, talk about your family, talk about your business, talk about your language program, your language project. Es geht darum, dass du dir
Bücher holst, über Hobbys, die du hast. Golf, Tennis, Segeln, was immer deine Hobbys sein mögen. Es geht darum, dass du Zeit einplanst in deinem Alltag, indem du diese Sprache aktiv anwendest. Das alles hält die Sprache zum Laufen. Höre dir im Hintergrund radio.de, diese App radio.de, die kannst du dir runterladen auf dein Handy und dann höre dir im Hintergrund Nachrichtensender in deiner Zielsprache an. Das alles sind Dinge. Führe Tagebuch, ein Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend schreibst du auf Englisch 10 Dinge auf, für die du im Laufe des Tages dankbar warst und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du sagst, das ist mir alles zu anstrengend, ich möchte da gerne ein vorbereitetes Konzept haben, ein fertiges Konzept und ich möchte mein Englisch noch entspannter und besser auf ein hohes Niveau bringen, dann habe ich was für dich. Und zwar haben wir an der Speed Learning Academy genau für Leute, die sagen, ich brauche es einfach schnell, kompakt und effektiv, haben wir einmal die Möglichkeit, dass du Englisch in 10 Monaten lernst, für alle, die nicht so schnell sind, aber trotzdem noch schneller als in der Schule. 10 Monate, unser Powerkurs. Online wirst du da komplett durchgeführt. Jede Lektion beinhaltet 9 Videos und du wirst wirklich von 0 bis Business Professional wirst du durchgeführt in 10 Monaten. Das Ganze kannst du beschleunigen, wenn du zusätzlich noch ein Skype-Coaching dazu buchst, einmal die Woche, dann bekommst du diese Lektionen einmal pro Woche. Das heißt, du bist nach 10 Wochen durch. Und noch mehr beschleunigen kannst du das, wenn du zu uns kommst für 10 Tage. Dann hast du das komplette Konzept für die englische Sprache in 10 Tagen durchgearbeitet. Wenn dich das interessiert, dann komme auf unsere Website speedlearning.academy, nimm über das Kontaktformular mit uns Kontakt auf oder geh direkt in den Shop und hol dir das Powertraining. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst bei diesem Projekt 4 Wochen Englisch, also Englisch in 4 Wochen. Und dadurch, dass wir jetzt so miteinander zusammengearbeitet haben, bist du für mich ein besonderer Mensch geworden und ich bin für dich ein besonderer Mensch geworden. Ich brauche dich, weil ansonsten diese Videos sinnlos wären und du brauchst mich, weil du dein Englisch dadurch verbessern kannst. So brauchen wir einander. Zwei Menschen, die sich vielleicht noch nie im Leben begegnet sind, haben plötzlich eine sehr persönliche und intensive Beziehung. Für dieses Vertrauen danke ich dir. Und wenn du diesen Weg weitergehen möchtest, dann hole dir jetzt entweder einen Französischkurs auf Deutsch. Ich empfehle dir von Langenscheid den Kurs Französisch mit System oder auf Englisch wäre das der Teach Yourself French oder von Assimil gibt es auch den Assimil-Kurs. Das wäre French with Ease, heißt der. Ich verlinke beides in der Videobeschreibung. Und natürlich brauchen wir den kleinen Prinzen. Le Petit Prince auf Französisch. Und dann kannst du entweder in deutscher Sprache oder in englischer Sprache ab Mai hier weitermachen. Du findest eine spezielle Playlist dazu, um Französisch mit deutscher Sprache zu lernen. Und wenn du Französisch mit Englisch als Unterrichtssprache lernen möchtest, was ich dir empfehle, dann schaue einfach auf den YouTube-Playlist-Link 12 Sprachen in 12 Monaten. Ich wünsche dir eine gute Zeit, freue mich von dir zu hören und schreibe gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren des Videos. Bis dann, ciao.